passende Content-Strategie für das Recruitment, also für das Besetzen der richtigen Stellen und auch das Ansprechen der richtigen Mitarbeiter und Interessenten, ist eine echte Herausforderung für Marketing-Teams sowie für Unternehmer selber. Ich weiß, wovon ich da spreche, und heute in diesem Video wird es einmal auf den Punkt gebracht ein paar richtig coole Tipps geben, die dir an der Stelle weiterhelfen werden. Einerseits im Bereich der Kanäle, das heißt, welche Kanäle kann ich dir wirklich aus der Praxis empfehlen, die wir hier selber auch einsetzen. Und ich werde ein bisschen was darüber erzählen, über die langfristige Strategie, das heißt, wie man langfristig wirklich dann auch sichtbar wird und sichtbar bleibt im Social Media für die Mitarbeitergewinnung. Und damit erstmal herzlich willkommen hier im Kanal von Kreativfilm. Ja, erstmal schön, dass du dabei bist, schön, dass ihr dabei seid. In dem heutigen Video möchte ich über das Thema Recruitment-Filme sprechen. Da gibt es ja schon einige Videos hier im Kanal. Das letzte Video werde ich dir an der Stelle sehr, sehr gerne einblenden. Schau dir das sehr, sehr gerne an, falls du es noch nicht getan hast. Ich möchte heute über langfristige Strategien und über Gedanken sprechen, ja, die mich auch andauernd beschäftigen, weil wir natürlich auch auf der Suche sind, ja, uns weiterzuentwickeln, natürlich auch in Form von neuen Mitarbeitern, also die passenden Mitarbeiter zu finden. Deswegen kenne ich die Probleme unserer Kunden, und das ist natürlich das Problem, dass man langfristig Content braucht, um überhaupt immer da zu sein. Das heißt, immer in der Wahrnehmung, in den Kopf deiner Bewerber zu sein. Und dazu habe ich mir einige Notizen heute gemacht. Es geht vor allen Dingen um die Strategie, es geht um Formate auch da wieder, das heißt Praxistipps an der Stelle. Und ich werde so ein bisschen abschließend über mein Prinzip sprechen, das heißt, welches Prinzip ich da wirklich auch konkret anwenden würde. Wähle ein passendes Format, das du wirklich auch konkret umsetzen kannst, und das vor allen Dingen langfristig. Und ich glaube, wenn wir über das Thema Kontinuität sprechen, ist das viel wichtiger, als den einen Film zu produzieren. Ja, aber viele Kunden denken einfach daran, ich mache jetzt einen Imagefilm, den poste ich einmal, dann ist er halt einmal in der Timeline von YouTube oder von LinkedIn oder von Xing, und dann verschwindet er relativ schnell wieder. Es sei denn natürlich, diese Firma hat ein gewisses Marketingkonzept dahinter, wo natürlich das Ganze verbreitet wird. Aber normalerweise wird der Film dann erstmal liegen gelassen, und das ist sehr, sehr schade. Deswegen denke vor allen Dingen an ein Format, das du langfristig umsetzen kannst. Und da vielleicht mal etwas aus der Praxis. Wir führen ja diese Beratungsgespräche mit unseren Kunden jede Woche, und es sind immer wieder die gleichen Themen. Und eines der wichtigsten Themen ist natürlich der Drehort. Das heißt, was steht mir denn überhaupt zur Verfügung? Ich habe in meinen letzten Videos öfters über Mitarbeiter gesprochen, das heißt über die Figuren im Film. Also wer könnten die Mitarbeiter sein, die dann da im Film zu sehen sind? Heute möchte ich ein bisschen über die Location sprechen. Und die erste Location, die ich dir an der Stelle mal so als Gedankengang mitgeben könnte, das liegt natürlich auf der Hand, ist aber gar nicht so, ich sag mal, in der Umsetzung immer zu machen, ist das eigene Büro, das heißt die eigenen Räumlichkeiten. Stellen wir uns vor, wir möchten eine feste Community erreichen und wir möchten was aufbauen, das heißt auch langfristig dann, egal ob es mit Ads ist oder mit organischer Suche, Leute dazu bringen, dass sie uns finden, muss ich eigentlich jede Woche neuen Content haben. Und das ist, glaube ich, schwierig, ins Unternehmen, ich sage jetzt mal, mehrere Wochen am Stück zu gehen oder zu sagen, ich komme jede Woche nochmal. Deswegen sollte man da an der Stelle überlegen, ob man nicht vielleicht ins Studio geht. Das wäre nochmal so eine Anregung. Oder in einen anderen Raum, also in einer anderen Umgebung, wo ich das dann wirklich abgesetzt machen kann. Das heißt, mit einer sehr hohen Konzentration nehme ich mir 2, 3 Leute raus und mache das dann. Mit konzentriert meine ich, ich mache an einem Tag sehr, sehr viele Videos. Das heißt, ich produziere so ein bisschen vor. Die wenigsten Kunden von uns schaffen es wirklich, sich dann auch immer rauszunehmen und zu sagen, naja, ich nehme mich jetzt mal 8 Stunden und das dann alle 2 Wochen mal raus. Deswegen werden normalerweise von den Strategien, wenn man es clever regelt und auch clever vom Producing her macht, wird es so gemacht, dass relativ viel an einem Tag oder an 2 Tagen stattfindet. Das heißt, man macht so Blöcke vom Dreh her. Das kann man schon in der Drehorganisation mit einplanen. Das heißt, wann brauche ich den Geschäftsführer, wann brauche ich den Fachmitarbeiter, wann brauche ich den Junior im Film? Nur mal als Beispiel. Ich hatte in meinem letzten Video ein bisschen darüber gesprochen, was meine 3 Figuren in so einem Film sein können. Ja, und wenn wir ins Studio gehen, haben wir natürlich ein paar Vorteile. Wir haben immer das gleiche Licht, wir haben einen guten Ton, es ist immer relativ ähnlich. Natürlich ist es authentischer, das im Unternehmen zu machen. Ich mache meine Videos auch im Unternehmen, das heißt hier in unserem Konferenzraum, wo wir auch unsere Livestreamings beispielsweise auch abhalten. Das ist quasi unser kleiner Senderaum hier im Hintergrund. Und ja, was man hier in dem Video auch öfters sieht, ist natürlich, dass es mal hell, mal dunkel wird. Ich gucke hier raus und sehe halt eine Fassade, die mich quasi mal anleuchtet, wenn die Sonne mal rauskommt. Das ist natürlich ein kleiner Nachteil. Könnte man jetzt so ein bisschen sagen, naja, ist mir egal, soll ja authentisch sein, aber wir wollen ja vor allen Dingen schnell produzieren. Und im Studio habe ich halt eine sehr, sehr gute Umgebung, wo alles quasi auf den Punkt hin organisiert ist. Das heißt, das Licht ist am Start,
Der Ton ist am Start, es ist immer gleich, also ein gleiches Prozedere. Und da könnte man dann zum Beispiel 2, 3 Figuren aus dem Unternehmen einladen, im Studio dann halt produzieren und das dann schon für einen ganzen Monat oder für 2 Monate zum Beispiel vorproduzieren. Ich möchte mit dir so ein paar Gedankengänge im Bereich der strategischen Planung für solche Recruitment-Filme teilen. Und das Erste, was ich mir hier im Vorfeld schon überlegt habe, ist eine Geschichte zu bauen, das heißt eine Geschichte zu entwickeln von einem der Mitarbeiter, die vielleicht auch dann in dem Fachbereich arbeiten. Also wenn wir Mitarbeiter haben, genau in dem Fachbereich, wo wir besetzen wollen, ist natürlich super, so eine Art Homestory zu machen. Homestory, würde ich verstehen, ist eine Reportage, die schön filmisch gedreht ist, schön geschnitten ist, also wirklich, wo derjenige auch gut rüberkommt, auch von der ganzen Performance. Und der begleitet zum Beispiel den Arbeitsalltag oder zum Beispiel auch den Weg zum Büro. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das ist zum Beispiel eine sehr simple Art, die man sehr schnell produzieren kann. Das wäre dann ein Formatbeispiel. Ein anderes Formatbeispiel, das sieht man immer wieder auf YouTube, sind dann die sogenannten Vlogs. Das heißt, ich gebe einem Mitarbeiter idealerweise einen kleinen Gimbal oder eine Kamera in die Hand und der produziert ein bisschen Rundum-Material. Der geht dann mal in die Küche, dreht mal die Kaffeemaschine, dann geht er mal an die Arbeitsplätze und so weiter. Und das kann natürlich aus der POV-Sicht, das heißt aus der Sicht des Mitarbeiters sein, dass das ein Filmemacher dreht, also ein Kameramann. Und ich habe halt den Vorteil, dass ich ab und zu mal den Mitarbeiter sehe als Bezug zu meinem Film. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu abstrakt, aber es wird ganz oft so gemacht, dass dann natürlich die eigentliche professionelle Aufnahme von einem Profi gemacht wird und derjenige ist dann halt zu sehen, dass er es gerade dreht, in dem Sinne. Ne? Das ist so ein bisschen die Sicht ins Unternehmen rein, sehr, sehr authentische Möglichkeit. Die dritte Variante ist meines Erachtens die schwierigste Variante. Ich habe schon öfters davon berichtet in meinen Videos. Das ist die Variante, meine Message direkt in die Kamera direkt reinzusprechen. Ja, ich hatte jetzt erst diese Woche einen Dreh, wo ich auch mit einem Geschäftsführer drehen durfte. Und mir ist auch wieder aufgefallen, das war ein Geschäftsführer, ich glaube, der hatte 30, 40 Mitarbeiter. Ich habe es gestern Abend noch erzählt mit einem Kollegen, so als Feedbackgespräch. Und es war tatsächlich so, dass er sehr, ich sag mal, sehr sicher war in seiner Rolle, also in seiner Haltung als Geschäftsführer. In dem Moment, wo er aber dann wirklich in die Kamera gucken sollte, war es schwierig. Und wir haben es dann so gewählt, dass er an der Kamera vorbeischaut und hat es dann einem, den Regisseur neben der Kamera erzählt. Warum ist das so schwer, vor der Kamera zu performen? Wir haben die Geschichten der Körpersprache. Wir wollen eine offene Körpersprache haben. Wir wollen das Ganze groß erzählen. Wenn ich daran denke, wir haben ein Unternehmen mit 40 Mitarbeitern, bin ich so stolz drauf, dann erzähle ich eigentlich die ganze Zeit so, ja, mit offenen Armen. Und wir haben natürlich das Thema auch der Rhetorik. Das heißt, wir müssen natürlich überlegen, wie formulieren wir unsere Sätze, dass sie beim Publikum ankommen. Das Ganze muss kurz gehalten werden, knapp gehalten werden. Wir haben natürlich auch noch das Ding, dass wir überlegen müssen, wenn wir so ein Skript schreiben für einen Kunden, wenn er das wirklich in die Kamera sagen möchte, soll er es ja frei formulieren, so wie er es sagen würde. Aber wir haben ja die entsprechenden Kanäle, wie zum Beispiel YouTube, TikTok, LinkedIn, funktionieren ja vollkommen anders. Bei YouTube kann sich jemand auch mal ein 5- bis 10-minütiges Video anschauen, weil er sich vorinformieren möchte. Und bei TikTok muss das ein kurzes, emotionales Video sein mit 2 Aussagen. Das ist ja was völlig anderes. Und das muss man beim Drehen eigentlich auch schon berücksichtigen. Was sehr oft unterschätzt wird von den Kunden, und das merke ich immer wieder auch in meinen Telefonaten, ist tatsächlich das Thema Lampenfieber. In meinem Beispiel des Geschäftsführers ist es so, er ist in seiner Form, wenn er von seinem Mitarbeiter spricht, ist er total, sicher, selbstsicher, sehr souverän. Sobald es aber um die Kamera geht, also vor der Kamera zu sprechen, ist was anderes als vor Live-Publikum zu sprechen. Ich habe genau das Gegenteil mal gemacht. Ich habe immer gedacht, du setzt dich vor die Kamera und das funktioniert schon ganz gut, jetzt nach einigen Monaten und Jahren damals schon. Und dann redest du mal vor 80, ich glaube 90 Leuten bei so einer Business-Veranstaltung. Völlig andere Situation. Das ist eine ganz andere Schulung, das anderes Coaching, als wenn man selber vor der Kamera steht. Ist wirklich was anderes, muss man sagen. Man hat ja bei der Kamera keine Reaktion. Das heißt, es gibt hier niemanden, der mal sagt, ja, das war super. Und dass die Variante, dass jemand sich neben die Kamera stellt und da quasi denjenigen durchleitet, ist natürlich auch ein sehr großer Vorteil für denjenigen, der spricht. Das heißt, Lampenfieber, man kann sich darauf vorbereiten, es gibt auf jeden Fall Coaching-Tipps, es gibt Tricks, es gibt Mentoring, wo man sagen kann, da nehmen wir uns jetzt mal wirklich mal 2 Stunden Zeit und üben wirklich nur mal das Verhalten vor der Kamera. Das heißt, wie kann ich die Körpersprache gut zum Einsatz bringen, wie kann ich das Ganze thematisch auf den Punkt bringen. Sowas kann man vorher auch mit einer Videoagentur besprechen und dafür ist meines Erachtens auch ein professioneller Filmemacher da, der den Kunden das dann auch wirklich an der Stelle abnimmt und das zusammen mit dem eigentlich die ganze Reise bis zu dem Dreh und bis zur endlichen Produktion dann auch
durchläuft. In meinem nächsten Video werde ich so mal auf ein paar Fragen eingehen, die ich oft in Verbindung mit dem Recruitment-Film gehört habe. Und ich werde nochmal über organischen und bezahlten Traffic sprechen. Das heißt, wenn dich das interessiert, dann schau dir jetzt direkt das nächste Video an, abonniere den Kanal und ich sage erstmal Tschüss, bis dann.